Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Quest for Glory Teil 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, in der letzten Folge haben wir... jetzt habe ich den Namen vergessen. Elara? Nee. Erana. Wieder zurück ins Leben geholt. Und es hört sich ja eigentlich so an, wie wenn das quasi in diesem Spiel die Love Interest ist. Und wir sollen es auf der einen Insel... Limsa oder Limna oder irgend so, wie war das? Sollen wir sie ja zurückholen? Besuchen meine ich. Limnos, diese Insel muss es ja sein. Genau. Und da habe ich mir auch überlegt gehabt, wenn das wirklich so eine Art Love Interest Romanze in diesem Spiel ist, vielleicht sollten wir ihr die Schokolade mitgeben, dass wir den nicht nur für den Cerberus gebraucht haben. Der Heras Ring könnte vielleicht Verlobungsring oder irgend sowas sein, vielleicht, dass da noch was ist. Und ich habe mir überlegt, bei sowas bringt man normalerweise Blumen mit oder sowas in der Richtung, ob wir sowas auch mitbringen könnten. Die Frage ist nur, wo finden wir sowas? Und ich glaube, bei den Apotheker, da habe ich, glaube ich, Blumen gefunden gehabt. Gesehen gehabt, meine ich. Also das könnte man vielleicht nochmal überprüfen oder vielleicht mal am nächsten Tag dann machen oder wie auch immer. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ja. Wasser des Flusses Styx. Das ist nämlich jetzt das Problem. Und da heißt es auch außerhalb der Reichweite. Wir müssen nämlich noch eine Erfülle Ampulle. Amphore. Jetzt habe ich es. Vom Styx. Auffüllen als Beweis. Und wir wissen, dass dieser Fluss Les auch noch hier irgendwo sein sollte. Und da brauchen wir auch nochmal eine Ampulle. Amphore davon. Oder zwei. Jetzt bin ich mal gespannt, wo finden wir denn die? Weil das hier kriegen wir nicht hin. Ah. Okay, wenn ich das so anklicke, dann rennt er automatisch irgendwo hin. Es ist zu weit entfernt, ihr könnt es nicht erreichen. Ja, und rechts geht es auch nicht weiter. Also irgendwo müssten wir... Ja, ich probiere es mal hier. Jetzt rennt er auch irgendwo hin. Ich lasse ihn jetzt einfach mal rennen. Vielleicht geht er automatisch dahin, wo man dieses Gefäß füllen kann mit dem Wasser vom Styx. Und das ist ja alles der Styx hier. Müsste eigentlich so sein. Die Wasser dieses Flusses... Ja, okay. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Vielleicht habe ich ja tatsächlich noch irgendwie was übersehen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch eine Ausdauer-Dings. Ja, okay. Und er rennt weg. Und da habe ich auch schon was gesehen. Das sieht auch irgendwie sehr, sehr krass aus, was das hier ist. Wo rennt er hin? Geht's da vielleicht doch irgendwo runter? Na, da haben wir auf jeden Fall noch einen Gegner. Na, schön hier stehen bleiben. Ja, da macht irgendwie... Oh, ja, hier geht's auch weiter. Ah, ach, verdammt. Jetzt hat er uns noch erledigt. Mist. Ja, okay, auf jeden Fall, da unten geht's noch weiter. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. So. Das muss ich mir merken, dass es da unten noch weitergeht. Dann komme ich vielleicht da unten zu diesem Fluss hin. Oder zu diesen zwei Flüssen. Na, schauen wir mal. Das ist ja alles... Mich wundert es halt, dass er hier sagt, Wasser dieses Flusses mündet in die anderen Gewässer, die in diesen Strudel einfließen. Das Wasser dieses Flusses strömt dahin und mündet in die anderen Gewässer, die in diesen Strudel fließen. Ist das dann irgendwie der Lüth? Also dieser Strudel, den wir da sehen, dass das irgendwie das Ding ist? Das ist gut. Gute Frage. Kann man den sich genauer anschauen? Ja, vielleicht von unten. Halt.
Wasser der drei Flüsse verbindet sich hier zu einem riesigen Strudel. Drei Flüsse. Das eine ist der Styx, der andere ist der Lith oder wie auch immer und noch ein anderer. Und die münden alle in diesen Strudel. Das ist doch schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. So. Boah, jetzt haben wir schon drei von denen hier. Wow, was? Ach du... Okay, Laden, das letzte. Ach du Schande. Und haben die uns gleich übel zugespielt hier. Naja, da geht wahrscheinlich die Mana weg. Boah, drei von diesen Gegnern. Drei von diesen Gegnern sind echt heftig. Ja, wahrscheinlich bei der magischen Wacht geht das Ganze, der Schaden, nicht auf die Gesundheit, sondern auf die Ausdauer. Ja, genau. Da geht es auf die Ausdauer dann. Und sobald die Ausdauer weg ist, geht es natürlich auf Dings. Ja, das sieht man ja auch hier. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die weg? Ach. Zu spät gemacht, Mist. Hatten wir da... Moment mal, ich muss noch mal ganz kurz zum Zauber gehen. Vielleicht bringt ja hier tatsächlich was. Nicht eher für euch. Untote zerstören was. Das kann... Das kann echt übel werden hier, bis wir da durchkommen. Und dieser Untote zerstören, irgendwie bringt das nicht irgendwie viel. Habe ich jedenfalls so den Eindruck, dass dieser Zauber nicht viel bringt. Zielgerichtet. Nee. Ich komme irgendwie nicht mit diesen Dinger klar. Ich komme irgendwie nicht mit diesen Dinger klar. Und ich dachte, sobald ich ins Dings gehe, wären wir im Pausenmodus, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Nur bedingt. Ich komme da nicht hin. Dann kommen gleich diese mit dieser üblen Ding, wo man und tot. Ich verlasse jetzt nochmal den Bildschirm. Da geht's hoch. Dann gehen wir nochmal rein. Sind die vielleicht jetzt weg oder resettet oder irgend so wie? Ich glaube, der ist resettet worden. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Okay, den Hammer. Ausdauer. Und nochmal speichern.
den Dreier haben wir irgendwie gar nicht. Na ja, gut, dann... Den finde ich jedenfalls gerade nicht. So, okay. Also. Drei Wasser. Kann man da irgendwie was schöpfen? Zu weit entfernt. Jetzt gehst du irgendwie nach da? Wo rennst du jetzt hin? Lassen wir es einfach mal rennen. Da geht doch überhaupt... Das verstehe ich jetzt nicht, wo er jetzt hinrennt, ehrlich gesagt. Es war doch klar, da oben kriegen wir doch nicht diesen Fluss eigentlich. Ja, er ist zu weit entfernt. Ja, klar. Jetzt haben wir es. Okay, dann lasst uns mal einfach mal hier unten weiterrennen. Kann man hier vielleicht was machen? Ah, Moment. Lass uns erstmal den erledigen. Wo ist er dann? Okay, das haben wir. Also, vielleicht kriegen wir es ja hierher. Speichern wir nochmal über den Dreier. Na, es bleibt auf jeden Fall hier unten. Okay, er hat auf jeden Fall was geholt. Was war denn das? Erfüllt mit der Amphore mit eisigem Wasser. Das ist das Wasser des Dyks. Damit haben wir auf jeden Fall unsere Aufgabe erfüllt, aber es fehlt immer noch dieses Wasser des Lyther. Und der muss ja auch irgendwo sein. Da hieß es ja drei Flüsse. Na, guck mal, aber da geht's nicht weiter weg hier. Das ist wieder Wasser von Styx, oder? Ja, da hat er gar nichts groß gemacht. Ne, den haben wir ja schon. Da hat er einfach nur eine... Ah, ne, doch, jetzt. Ja, das ist das Wasser des Styx. Geht's da... Kann man da irgendwo noch weiteres? Ja, dann geht er wieder zum Styx hin. Und da rennt er jetzt wieder nach da oben. Das ist ja auch nicht das, was ich will. Ah, hier war's. Hier ging was. Er füllt die Amphore mit diesem dickflüssigen, sirupartigen Wasser. Ist das jetzt das Wasser? Lethewasser. Ah, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Wenn das nicht ein Safe-Game wert ist. Okay, jetzt haben wir aber... Ja, wir haben zwei Wasser von Styx, macht ja nichts. Dann lass uns vielleicht nochmal einer und den nochmal holen. Haben wir noch zwei Stück? Hol dann nur eine. Okay, aber was ich jetzt noch ausprobieren will, ist das Styx oder dieses Leather-Dings. Auch das Wasser der Pflicht, dass wir den Ring reinhängen können. Nee, nicht Terras Ring. Hier hat diesen Ring. Würde das funktionieren? Dann vielleicht den Ring des Stücks?
Der Ring des Königs leuchtet auf. Ihr verspürt ein starkes, prickelndes Gefühl, fast wie ein Stromstoß. Der Ring scheint nun von magischer Energie durchdrungen. Dann müsste das doch jetzt eigentlich der Ring der Wahrheit sein. Mit dem Ring der Wahrheit kann man zwar selbst nicht mehr lügen, man durchschaut dafür aber jede fremde Lüge. Das ist schön. Das heißt, wir haben auch diese Quest fertig. Okay, das kann ich mir abhaken. Das ist also das Wasser des Glücks ist also das Wasser der Pflicht. Sehr schön. Und wisst ihr was? Den ziehen wir uns, glaube ich, auch gleich an. Dann haben wir nämlich immer. Ist unsere Kraft zwar ein bisschen gesunken, weil, ja. Aber wahrscheinlich hätte ich den Atlas-Ring nicht angehabt. Wäre unsere Kraft vielleicht schon längst auf 600 ohne den Ring. Da 600 die maximale Dings ist und da wir 600 durch Ring hatten, konnten wir nichts mehr machen. Also Ring der Wahrheit, der ist auf jeden Fall jetzt wichtig. Ab jetzt können wir nicht mehr lügen, aber uns entgeht auch keine andere Lüge. Klasse. Wenn ich jetzt auf meine Questlog schaue, heißt es, wir müssen noch den Attentäter finden. Das heißt, Attentäter des Königs, der wohl Rakesh versucht hat, der uns versucht hat zu töten und Rakesh Sohn Shaka oder wie auch immer vergiftet hat und Erasmus natürlich. Ich denke, das sind alles ein und dasselbe. Wir müssen die Riten schaffen und wir müssen es schaffen, dass der Drache nicht aufwacht. Das heißt, wir müssen die eine Säule reparieren oder halt irgendwie da was machen. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir das jetzt fertig. Können wir jetzt einfach raus teleportieren? Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Aus irgendeinem seltsamen magischen Grund scheint euer mystischer Magnet hier nicht zu funktionieren. Okay, das heißt, wir müssen zu Fuß rausgehen. Aber das sollte ja eigentlich machbar sein, denke ich doch mal. Ich bin so froh, dass wir diesen Fluss des Glücks auch fertig haben und Co. und den Fluss des Lese haben und ja, können wir an denen alle vorbeirennen? Ja, das scheint zu gehen. Gerade mit unserem magischen Schild hier scheint es doch ganz gut zu funktionieren. Oh, wie kommen wir eigentlich jetzt wieder raus? Ach, wir sind da rausgekommen. Wir sind von da rausgekommen. Okay. Dann, ich habe mir gerade überlegt, wir mussten doch vorher auch klettern und alles. Ich wollte das Schild eigentlich deaktivieren. Okay, egal. Dann speichern wir hier nochmal drunter. Gehen in unseren Ballon. Eigentlich würde ich noch ganz gerne in die Taverne gehen. Aber ob wir das noch hinkriegen? Ja, das müsste eigentlich vielleicht sogar noch gehen. Okay, dann landen. Ah, hoppla. Und in die Stadt. Puff, das hat geklappt. Und es ist 10 Uhr abends. Das heißt, wir können noch in die Taverne gehen, weil ich noch eigentlich wissen will. Wie es aussieht von den Arena-Kämpfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wer diese Woche hat und dass wir auch noch teilnehmen wollen, natürlich. Da wollen wir nicht hin. Uff. Das hat ja richtig gut funktioniert. Wäre auch interessant, mal mit diesen, wie heißt da, Dings nochmal zu sprechen. Die Frage ist, ob der da ist. Der ist in letzter Zeit nämlich gar nicht mehr da aufgetaucht. Jetzt ist er wieder nicht da. Na gut. Ach, erschöpft. Dann nehmen wir doch nochmal so eine Ausdauer-Dings. Ich will jetzt nicht nochmal eine Stunde rasten, weil dann wird es ein bisschen arg spät. Aber wir sollten nochmal neu von den Dingern kaufen.
So, wie sieht's denn jetzt aus? Wollt ihr der Champion sein? Das kostet euch 500 Drachmen. Kämpfe in der Arena, keine Kämpfe mehr. Wir könnten aber Champion werden. Dann ist die Frage, wie funktioniert denn das, wenn wir jetzt Champion werden? Ja. So. Ah. Wochenchampion. Aber da haben wir... Okay. Wir könnten Wochenchampion sein, aber gegen Upload oder wie auch immer. Sind wir schon zu spät, weil das wäre heute gewesen. Macht das jetzt irgendwie was? Wir müssen jetzt jeden Tag jedenfalls kämpfen, wenn wir das so machen wollen. Ah. Oder sollte man das dann auf die Woche da drauf... Na, das wäre aber auch irgendwie blöd. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Kämpfe. Mit der Kämpfe in der Arena, weil wir einen Dinger jetzt schon weg haben. Und das heißt, den Kampf hätten wir quasi dann schon verloren, weil wir nicht erschienen sind. Das muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Ob ich sage, wir wollen Champion werden, dann müssen wir halt aber auch wirklich jeden Tag kämpfen. Egal, was für Riten wir gerade haben. Andererseits, wir wollen ja eh ein bisschen... Wir wollen ja eh ein bisschen Dings machen. In der Hoffnung, dass das Wasser von Leth und so weiter, dass das funktioniert. Und hieß es nicht, dass es sogar der Riten, der fünfte Ritus der letzte wäre? Ich weiß es noch nicht. Ich dachte, es hieß fünf Riten, aber... Ich glaube, ich habe mich ja auch mit den Drachensäulen irgendwie getäuscht. Na gut, ich überlege mir mal, wie wir das machen. Ob wir dann diese Woche nur die Kämpfe machen. Oder wie wir das so machen. Und wie das ist, weil der eine Kampf jetzt schon vorbei ist. Den haben wir wahrscheinlich dann verloren. Aber ja gut, die anderen können wir noch gewinnen. Schauen wir einfach mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.